Toni Mehli, ehemals Verwaltungsrat bei der Bizobahnen, jetzt Präsident vom Stiftungsrat. Was ist der Stiftungsrat genau? Ja, der Stiftungsrat ist, wie es heisst, eine Stiftung, die für eine Pizol gegründet worden sind. Die Stiftung tut verschiedene Projekte unterstützen, die einen gemeinnützigen Dienst erfüllt. Das heisst, wir dürfen keinen Gewinn machen. Und zum Beispiel die Projekte, die wir unterstützt haben, ist der Panoramaweg, der Edelweissweg, der im Bau ist, der nächsten Sommer fertig gemacht wird. Dann sind das Projekte, die wirklich für Kinder gemacht werden. Auch der Heidiweg ist von der Stiftung unterstützt worden. Und das ist natürlich eine tolle Sache, die wir hier für unsere Kinder, für unsere Leute dürfen am Pizol dann investieren. Das heisst, der Roman Lehnherr, Leo Matt, steckt da dahinter? Ganz genau, der Roman Lehnherr, er ist ja derjenige, der die Stiftung ins Leben gerufen hat, zusammen mit der Eliza. Und er hat dann damals einen Stiftungsrat gegründet mit verschiedenen Leuten, die da das Ganze unterstützen und auch aktivieren und auch gewisse Sachen dann unterstützen. Sie schauen auch, dass wieder Geld reinkommt, so wie wir jetzt heute die Aktion, die wir hier machen, indem wir den Leuten einen Kaffee auf den Heimweg geben und gleichzeitig noch die Stiftungsdokumente, wo sie nachlesen können, was wir bis jetzt gemacht haben und was man auch kann unterstützen nachher mit einem finanziellen Beitrag. Der finanzielle Beitrag, durch das es eine Stiftung ist, kann man dann auch dementsprechend an den Steuern abziehen und kommt unseren Jugendlichen dann wieder zugute. Du bist ja selber Unternehmer, gell? Man sieht es Lecoline, du weißt, was es heisst, so ein Geschäft aufzubauen, in Betrieb zu halten und so weiter. Ist schon hervorragend, das Engagement, gell? Von Roman Lehnherr ist auch mal gestanden gekommen, wo ja dann einer nicht eingestiegen ist als Investor. Er ist dann eingestiegen als Investor, hat somit eigentlich auch dazu beigeholfen, um eben so dazu bringen, sicher mal Bader Gatz und vielleicht sogar der Pizol zu retten. Also, was steckt denn hinter so einem Engagement? Du kennst Roman Lehnherr ja persönlich, oder? Ja, selbstverständlich kenne ich Roman Lehnherr persönlich. Wir haben ja immer wieder zu tun miteinander. Und er möchte natürlich schon damals der Pizol ebenfalls unterstützen, dass das Gebiet weiterentwickelt werden kann und dass man die verschiedenen Bahnen, Lift, die man jetzt mittlerweile gebaut hat, auch künftig weiterhin kann betreiben und dass es zum Erfolg führt. Da ist er sehr gross engagiert. Vor allem auch die Entwicklung, was im Sommer stattfindet, das hat ein grosses Potenzial, das er ebenfalls eben sieht. Und da merkt man dir an, auch du hast das für Säckere, auch du, gell, hast das Engagement. Ich meine, du stehst jetzt auch da, oder? Verdienst keinen Cent, oder? Und ja, schenkst du es auch Kaffee aus für die Leute, die hier wieder runterfahren? Ja, selbstverständlich. Auch ich habe das für Säckere, wie du sagst. Ich möchte, dass der Pizol natürlich wieder zu florieren kommt, dass es wieder eine hervorragende Geschichte gibt, weil es gibt nichts Wichtigeres als für unsere Jugend, dass wir den Pizol können weiterentwickeln. Und es ist natürlich schon auch ein absoluter Luxus, wenn man denkt, dass man kann am Morgen sich schnell entscheiden, ich gehe ein bisschen auf die Ski oder ich gehe mich am Nachmittag noch schnell entscheiden und gehe noch ein paar Kurven drehen am Pizol. Das ist purer Luxus, Erholung, wo nicht jeder überkommt, vor allem einfach für unsere Region hervorragend. Das können andere nicht machen. Ja, in dem Fall hat er. Lassen wir jetzt so bei diesen Erben, dass jeder, der vorbeikommt, kriegt da, wenn er runterfährt, eben einen Kaffee über, oder? Ganz genau. Ich werde den Leuten einen Kaffee anbieten, ob das ein Espresso ist oder was immer. Der Kaffee ist ja etwas, wo wieder pro Kilo zu uns wieder etwas in die Stiftung reinkommt. Also jedes Kilo, das wir verkaufen, kriegen wir wieder Geld. Und Roman Lehnherr tut das grosszügig noch aufrunden, dass wir wieder Projekte können unterstützen können. Darum fangen wir jetzt an, heute Nachmittag das hier zu machen. Wärst du schon bereit, zu mir jetzt so einen Espresso rauszuholen? Ja, selbstverständlich lasse ich dir gerade einen Kaffee raus, dass du auch etwas kannst geniessen für einen Abendweg. Nein, das ist aber so. Danke vielmals.
Ja, ich gebe jetzt den Leuten einen Kaffee oder einen Espresso auf den Abendweg. Und das ist dann zusammen mit dieser Broschüre, können Sie den Kaffee entweder in der Milchzentrale in Bad Ragaz, bei der Metzgerei Kalber in Wangs oder bei beiden Talstationen kann man den kaufen. Aber die andere Möglichkeit ist auch noch auf der Homepage www.bizol-mit-herz.ch kann man direkt bestellen und dann wird er einem zugeschickt.